Ja, es ist häufig so, dass ich Spieler sehe, die beim Ausholen sehr viel mit dem Körper nach rechts wandern, vor allem beim Driver, weil man dann glaubt oder weil der Spieler dann glaubt, er kriegt mehr Dampf auf den Ball, beziehungsweise er kann mehr Energie auf den Schwung bekommen, um den Ball weiterzuschlagen. Das Problem ist aber, je weiter ich mich nach rechts, in meinem Fall als Rechtshänder bewege, umso weiter ist auch der Weg für den Schlägerkopf zurück zum Ball. Weiteres Problem: Viel mehr Fehler können entstehen auf dem Weg zurück. Wie zum Beispiel, dass ich mit dem Oberkörper wieder reinkippe, dass der Schläger von außen kommt, also unsaubere Ballkontakte stattfinden. Eine wunderbare Übung, die du machen kannst, solltest du dieses Problem haben oder solltest du es festgestellt haben, ist folgende. Nimm dir eine Wand, stelle dich mit deiner rechten Hacke an die Wand heran, so dass du praktisch nur auf den Zehenspitzen stehst. Du kannst dann einen Schläger nehmen, kannst es auch ohne machen oder mit einem Stick, legst du dir dann einfach an die Schultern und stellst sie in deine Ansprechposition. Wichtig dabei ist, dass du versuchst, erstmal ein gewisses Gleichgewicht zu bekommen. Wenn du jetzt ausholst und solltest deinen Oberkörper nach rechts verschieben, dann siehst du sofort oder merkst du auch sofort, wie du dein Gleichgewicht verlierst und ausgleichen musst. Das wäre der falsche Weg. Deswegen nochmal, Hacke an die Wand, fester Stand. Wenn ich jetzt nur meine Schultern drehe, dann habe ich eine enorme Spannung im Rücken, in der Pobacke, im Oberschenkel, in der Bauchmuskulatur. Aber genau das ist das, was wir wollen. Und je häufiger ich das mache, umso lockerer wird mein Körper mit der Zeit, sodass dann auch in diesem Fall der Schlägerkopf etwas rechts von meinem Ball zeigt. Diese Übung empfehle ich dir, wenn du beim Ausholen zu viel Körperbewegung nach rechts hast, schlechte Ballkontakte, Slice-Tendenz, Ballkontakte oben auf der Schlagfläche beim Driver. Dann solltest du diese Übung machen. Bau sie immer in dein Training mit ein und du wirst schnell merken, wie viel stabiler du drehst, beziehungsweise wie viel besser du deinen Körper bewegen kannst.